Fußgängerampel. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich damit angezeigt, dass man gerade eben noch Zeit hat, rüberzukommen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Schätze ich mal. Ich muss ja gleich auf Rot springen, nehme ich mal an. Ich kann mal hier rüberschwenken nochmal. Ja, siehst du, hier stehen sie dann. Ampel gibt es dann ja für die auch. Ja, hier ist rot. Also ich schätze mal, hätten wir jetzt abzählen müssen, 30 Sekunden vielleicht. Wird gesagt, hier in 30 Sekunden musst du dann die Bahn gequert haben. Gibt es bei uns inzwischen auch nicht. Ja. Und das sind dann hier Entwicklungsland sozusagen. Auch hier, so sieht es natürlich sehr häufig, solche Pickups. Also ich hoffe, dass ich mir für, sagen wir 2000 Euro oder sowas, hoffentlich einen gebrauchten Geländewagen besorgen kann. Vielleicht klappt das. Der Bekannte hat sich ja für 3.500 eingekauft von 1998. Ja, wieder diesen Mülleimer. Ja, wie ich im ersten Teil ja gesagt habe. Ja, natürlich alles durcheinander immer hier auf dem Fußweg. Da musst du schon aufpassen. Also auch irgendwie so hingezimmert. Auch hier mit Beton mal oder mit Mörtel oder sowas. Gemixt. Ja, also wir haben das nämlich Frost so in dem Sinne nicht zu tun. Deswegen fällt das bei denen auch länger als bei uns. Was natürlich eher katastrophal aussieht, ist ja die ganze Verkabelung. Guckt euch das mal an hier oben. Da haben sie oben nach oben sogar noch, keine Ahnung, diese Winter versperrt oder so. Also ich sehe natürlich, da muss man nicht durchblicken. Und das ist natürlich dann durchaus bei, was ich mal, so ein ordentliches, ja, wie soll man sagen, Wetter, wo halt auch die Wind herrscht und dergleichen und solche Sachen, dass dann durchaus hier auch mal die eine oder andere Leitung nicht mehr funktioniert. Ne? Auch hier hängt man einfach was durch. Ich habe eben so eine Leitung gesehen, die hing so, die konnte greifen, so, also so tief meine ich. Ja, ich mache mir hier auch wieder einen Cut, dann haben wir wieder einen zweiten Beitrag. Ja, hier auch wieder, die Büsse sind wirklich höher gelegt. Das heißt, dass wir wirklich durchs Gelände auch fahren können.